Am meisten beeindruckt hat mich, als ich es jetzt wieder gelesen habe, daran, dass ich mich nie trauen würde, so ein Buch zu schreiben, weil das so extrem heterogen und extrem kollagiert und extrem assoziativ ist. Aber das ist, also ich finde Mut. Mut zu einer Zeit, ungewöhnliche Thesen aufzustellen und auf eine Art und Weise zu arbeiten, die damals noch nicht so etabliert war, wie das dann später nach dem Poststrukturalismus, Deleuze und solche Schreibweisen dann irgendwann auch mal normal wurde, das zu dieser Zeit zu machen. Mut. Die Zentrierung des Medienbegriffs um den individuellen menschlichen Körper bei Ausklammerung der Eigendynamik von Technologien und dem intersubjektiven Raum, den man so manchmal Gesellschaft nennt, das soziale Feld, das fehlt mir dabei. Also eigentlich, wenn man mich jetzt fragen würde, wo ich so theoretisch herkomme, was ich mache, würde ich sagen, eigentlich gar keine, aber irgendwie zitiere ich ihn trotzdem dauernd. Und er taucht in vielen meiner Texte auf, also irgendwie spielt er schon eine Rolle. Die Medienwissenschaft hat zum einen die Aufgabe, meines Erachtens, Medien, Technologien und Medienkultur zu archivieren, Modelle ihres Verständnisses zu entwickeln, Wissen über Technologien zu vermitteln, etwa wie man schreiben lernt, müsste man eben auch ein bisschen jedenfalls programmieren lernen, einfach sozusagen eine Art von medialer Kompetenz zu ermitteln, mediale Kultur zu archivieren, Speicherung kulturellen Wissens. Die Liebe wird verschont bleiben. Das heißt nicht, Anmerkung, dass man sich nicht zum Beispiel in Chatrooms oder kennenlernt oder sich per E-Mail verliebt. Aber verlieben muss man sich noch immer selber.